Hier ist Ronja und wir gehen heute ins Nether. Wir haben ja letztes Mal ein Portal gebaut. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch, ansonsten könnt ihr hier oben die letzte Folge gucken. Und genau, wir haben dieses Nether-Portal jetzt aufgestellt. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht wirklich was gemacht, aber das können wir jetzt hier machen. Ich habe ein bisschen Essen dabei, damit ich nicht sterbe. Und auf geht's. Ich war noch nie im Nether, also ich bin excited. Okay. Shoo, loading to run. Alright. Alrighty. Ich bin nun im... Holy moly, ist das viel Lava. Uff. Okay, hier ist mein Portal. Das sollte ich mir vielleicht merken, wenn ich wieder zurückkomme. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Hier ist irgendwas Weißes. Das Weiße ist eine unbekannte Substanz. Aber dann nehmen wir noch welche von den roten Blöcken mit. Die sind hier scheinbar einfach überall. Da hinten ist Glowstone. Davon brauche ich auf jeden Fall was. Dann können wir nämlich fancy schmianzy Glowstone-Sachen machen. Und das sieht einfach aus wie so ein Riesenskelett, was da in der Lava liegt. Holy moly. Okay, es ist wirklich einfach viel Lava, huh? Wie gesagt, noch nie im Nether gewesen. Ich bin hier noch sehr unerfahren. Aber wir finden hier bestimmt was Schönes. Ich hab so Schiss, dass ich mein Portal einfach nicht wiederfinde und dann immer hier gelandet bin und nie wieder hier rauskomme. Okay, bevor ich es vergesse, baue ich jetzt hier erstmal den Glowstone ab. Was ist das weiße Zeug? Ich hab ehrlich gesagt wenig Ahnung. Ist das Baumwolle? Nee, das ist irgendwas. Wither Ash ist das. Alles klar, gut zu wissen. Hier haben wir überall diese merkwürdigen weißen Hühnchen, die Baby Ronja auch hat. Ich meine, macht ja Sinn, die war ja schon im Nether. Ansonsten entdecke ich hier tatsächlich bis auf Lava nicht so viel. Ich würde mich jetzt einfach mal umschauen, okay? Also, wir haben hier irgendeine Art von Pflanzengeschichte. Wir haben hier noch mehr Hühnchen. Wir haben, okay, Skelettpferd, was Feuer schießt. Okay, ich muss jetzt irgendwie da rankommen, sonst kann ich das nämlich nicht bekämpfen. Willst du Stress hier? Damit haben wir... ich weiß nicht genau, wie das... einen Witherbone gelootet. Juhu! So eine Freude! Ein Witherbone in unserem Inventar. Hier sind... oh, da von oben. Hier sind wirklich viele Monster. Hier ist irgendwas, was sich dreht. Vielleicht wirkt das auch nur so. Dieser Zombie hält zwei. Nicht eins, nein. Hält zwei Diamantschwerter in seinen Händen. Vielleicht sind es auch nur verzauberte Schwerter. Und ich rede hier gerade Kram, aber... warte, was ist das denn für ein... okay. Okay. Hier, der Kamerad. Was soll denn das? Du hast zwei Schwerter? Aber die scheinen nicht gefährlich zu sein. Also die haben mich jetzt nicht angegriffen. Das sind friedliebende Erdenbewohner? Hä? Wieso sind die denn so mit Lianen bewachsen? Was ist denn hier los? Okay, wir töten jetzt ein paar von den Hühnchen. Damit kriegen wir nämlich Blaze Rods. Das ist auch wichtig. Davon kann man nie genug haben. Soul Sand haben wir auch. Die sind immer noch friedlich, obwohl ich muss sagen, die sind mir ein bisschen suspekt. Falls ihr irgendwie das Gefühl habt, ich benenne alles falsch, ich versuche nachzugucken, aber wenn ihr sagt, Ronja, die heißen offensichtlich bewachsene Zombie-Menschen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. So, was haben wir denn hier? Die Vampir-Lady! Way! Ist nun auch tot. Hier ist ein schwarzer Slime, der einfach noch mehr Slimes macht und hier ist überall Lava. Wenn die nämlich sterben, machen die Lava. Was? Natürlich, das wusste ich. Das wusste ich, das ist mir nicht neu. Deswegen ist hier so viel Lava. Das sind alles Leichen von diesen Slimes. Aha. Ich glaube jedenfalls, dass es Slimes sind. Ich kenne normalerweise nur die grünen, aber scheinbar gibt es auch schwarze im Nether, die dann Lava machen, nicht wahr? Wieder was gelernt. Hier haben wir eine friedliche Kuh. Hallo Kuh. Okay, hier haben wir eine nicht so friedliche... oh, das ist keine Kuh. Oh, das ist keine Kuh. Was ist das? Ich bin sehr interessiert. Okay, wer hat mich gerade angeschossen? Wir haben jetzt Wither, was auch immer diese Fähigkeit uns bringt. Die bringt uns nichts, das ist Mali. Okay, wusste ich. Die Kameraden, die hier mit ihren Äxten und Schwertern rumlaufen, sind auf meiner Seite, ja? Die kämpfen gegen die Skelettpferde mit ihren Feuerpfeilen, sag ich mal. Hier ist ein Enderman, die gibt es scheinbar auch im Nether.
Hier sind leider wenig Wasserquellen, wo ich mich reinstellen kann. Das heißt, mit dem Enderman würde ich jetzt ungern kämpfen. Ich glaube, unsere Hauptmission ist tatsächlich, einfach ein bisschen Glowstone zu holen, ein bisschen was abzubauen, ein bisschen, ich weiß nicht, ein paar Monster zu töten wahrscheinlich, damit wir da noch ein bisschen Loot mitnehmen können und ja, neue Sachen craften, weil es gibt ziemlich viel, was man nur craften kann mit Witherbones oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Das heißt, das ist eigentlich ganz gut, dass wir hier sind. Ich habe Angst, dass ich runterfalle. Zu diesem suspekten Gebilde da unten. Aber das passiert schon nicht. Alles safe, alles gut. Wir machen uns einfach in die entgegengesetzte Richtung vom Lavasee auf. Hier ist schon wieder so einer. Was möchtest du denn hier? Warum muckst du denn so auf? Immer diese Skelette auf ihren. Ah, nee, der hat gar kein Pferd. Was ist denn das? Warte, 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 warte. Was ist das? Wieso ist der so groß? Hä? Ich bin maximal verwirrt. Okay, und noch ein Slimy. Hallo Slimy, wie geht es dir? So, hier, der hat eine Rüstung auf. Den greifen wir nicht an. Das ist ja auch unser Kamerad. Ich meine, ich glaube, sonst bin ich hier nämlich in einem ewigen Kampf verwickelt. Und es ist tatsächlich echt dunkel hier unten, obwohl hier wirklich viel Lava ist. Es ist einfach nur. Ich glaube, dadurch, dass es halt alles so rot ist, wirkt es nicht so wirklich. Oh, die sind ja echt nervig. Oh Gott. Oh Gott. Die sind echt nervig. Es wirkt trotzdem einfach dunkel, weil alles so rot ist, nicht wahr? Oh. Okay. Mayday, Mayday. Hier sind Gegner. Okay, das ist nicht schlimm. Wir kämpfen jetzt. Hier der Tod. Zack. Bam, bam. Die sterben ja auch in der Lava, richtig? Hier ist noch einer von diesen großen Wither-Menschen. Ich fliehe jetzt. Ich fliehe, ich fliehe. Oh Gott, ich will nicht da runterfallen. Aber ich will trotzdem fliehen. Okay, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Okay, oh, okay. Wir machen jetzt hier so eine Art Schnetzelgang. So. Wenn hier jemand in meinen Schnetzelgang kommt, dann kann ich sie nämlich erledigen. So, das ist nämlich alles gar kein Problem. Der sieht doch auch gut aus. Wir sind wieder full life. Und es war nie auch nur. Ich habe ein paar Pfeile in mir drin stecken. Es war nie auch nur ein Hauch eines Problems für mich. Selbstverständlich. Ich meine. Offensichtlich. Okay. Wir haben. Diesen Ball, wir haben andere Sachen. Das Hühnchen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, ich habe ja Essen. Obwohl auch nicht mehr so viel. Naja. Ich will jetzt auch nicht für immer und ewig und alle Zeiten im Nether bleiben. Okay, jetzt killen wir noch den hier. Das ist echt nervig, dass die einfach alle Feuer machen. Jetzt haben wir den Kameraden hier. Wow. Wow. How am I so good? I don't know. Jetzt sind hier noch. Okay, hinter uns sind Schleimis. Und hier sind drei von diesen. Schweinemann-Gestalt. Die sehen ein bisschen aus wie Schweine, oder? Wir nennen sie jetzt Schweinemann-Gestalten. Neue Benennung! Ey! So, hier, da haben wir den Schleimitod. Eine neue bewachsene Schweinemann-Gestalt. Wie heißen die denn? Pigment-Zombies vielleicht. Guck mal, da reitet ein Pigment-Zombie auf einem Zombie-Pferd. Aha, jetzt nicht mehr, denn ich habe dein Zombie-Pferd getötet. Tja. Wird mir stinken, wenn ich du wäre. Oh, guck mal, der hat eine Maske gedroppt. Das ist ja schnieke. Und die droppen die ganze Zeit diese Golden Nuggets. Das scheint wohl ein Ding zu sein. Da unten ist ein. Das ist dieses Ding, was sich dreht. Das ist ein sogenannter Drehfeuerwerfer. Richtig? Und den haben wir jetzt erledigt mit einem simplen Schuss. Aber ich meine, der hat auch schon gebrannt. Also hatte der wahrscheinlich schon ganz schön viel. Ah, die sind schnell! Die kleinen! Nein! Nein, 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 nein. Okay, nein, 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 alles gut, alles gut. Der Kleine ist tot. Der Kleine war das Hauptproblem, weil der Kleine ist flink und lebendig. Aber kein Problem für mich. Jedenfalls. Puh, jedenfalls ist nichts passiert. Vielleicht wird später nochmal. Aber es war ja nur einer. Und wir haben jetzt, würde ich sagen, halbwegs clean die ganzen Schweine-Dingsi, Männer, Lianen, Mutanten, Viecher getötet. Ha! Wow! Da unten sind noch mehr. Okay, wollen wir jetzt den ewigen Kampf fortführen? Oder wollen wir einfach in die Lava hüpfen und sterben? Fragen über Fragen. Da unten ist noch so ein Drehding. Okay, was sind das für Drehdinger? Was gibt der uns? Was droppt der uns? Außer XP. Das wüsste ich gerne. Kann ich mich jetzt hier rüberbauen? Okay, Momentchen. Dann laufen wir jetzt hier rüber. Das ist ja halbwegs einfach. Ich falle schon nicht runter. Ich kann ja Shift gedrückt halten. Und da. Nein, jetzt schießt der. Oh Gott, nein. Hier. Bam. Rückschuss.
Badge, Badge. Ich kann besser schießen als du. Kleiner Lennep. Okay. Dann laufen wir weiter. Wir überqueren den See der Lava und den Wasserfall, Lavafall der Lava und sind damit die Oh nein, 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 nicht mein Glowstone. Ich will nicht meinen Glowstone verbauen. Stopp! Taktischer Rückzug. Das ist meiner. Wir verbauen jetzt Holz. Wodurch das Ganze natürlich noch abenteuerlicher aussieht, weil wir dann diesen dünnen Holzbalken hier haben. Und es einfach straight up so aussieht. Oh, Moment. Okay. Bevor jetzt hier irgendwas passiert. Ich sortiere hier erstmal kurz. Das sind irgendwelche Gespensterseelen, die hier einfach rauskommen. Die wirken aber nicht gefährlich. Das heißt, da mache ich mir einfach mal keine Sorgen. Dann nehme ich ein bisschen was mit. Ich glaube, das war dieser Seelensand, richtig? Vielleicht sind es diese Seelen. Dann ist da unten noch so ein Kerzenleuchter. Und den erwischen wir jetzt. Bitte, kleiner Kerzenleuchter. Du hast gedacht, du hast mich. Aber du hast mich nicht. Aha. Okay. Gut, dass ich Essen dabei habe. Ansonsten hätten wir hier nämlich ein akutes Problem. So, noch ein Kerzenleuchter. Und noch eine Dracula-Lady. Mit Flügeln. Obwohl, nee, die hat gar keine Flügel. Die letzte hatte Flügel, die hier hat keine Flügel. Die ist schwach. Ich meine, die hat nicht mal Flügel. Wow. Was kannst du überhaupt, ha? Okay, das war unser letztes Fleisch. Jetzt müssen wir mal alternative Wege finden, uns irgendwie zu ernähren, wenn wir Damage kriegen. Momentchen mal. Ich meine, die Hühnchen geben halt rohes Fleisch, aber das wäre halt, ich kann es halt schlecht in der Lava kochen, weil sonst werfe ich es in die Lava und es ist einfach weg. Das ist halt auch nicht so der Weg. Diese Kerzenleuchter sind voll nervig, die fliegen die ganze Zeit hier irgendwo rum. Okay. By the way, ich habe voll vergessen, in welche Richtung mein Portal war. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich hoffe, ich komme hier irgendwie wieder raus. Ansonsten sind wir nämlich für den Rest von Phoenix einfach im Nether, bis ich irgendwann sterbe. Dann hoffe ich, dass ich nicht im Nether respawne. Übrigens, es tut mir leid, ich muss gefühlt die ganze Zeit gehen. Irgendwie ist es noch nicht so spät. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich krank war. Okay. Ihr greift mich nicht an. Hier. Oh. Okay, jetzt greifst du mich doch an, hä? Kleiner. Na. Okay, kleiner Stänkerer. Der war auf Krawall aus. Das habe ich direkt gesehen. Jetzt haben wir diesen coolen Stein, der drinnen leuchtet. Und den, glaube ich, noch niemand hat. Und dann können wir alles damit dekorieren und sind voll fancy. Was haben wir hier? Das ist eine Blume. Hier haben wir nochmal einen kleinen Zombie-Mann-Schwein. Gott, wie heißen die denn richtig? Ich bin tiltet. Ich google das nach der Folge. Damit ich nächste Folge nicht alles falsch sage. Damit ihr nicht weiter tiltet. Okay. Ich habe leider nicht genug Platz in meinem Inventar, um hier alles zu looten. Mein Inventar ist gefühlt immer voll. Okay. Ich brenne mal wieder. Zum Glück nehme ich nicht viel Brandschaden. Ist das nicht auch schön? Guck hier! Verbranntes Hühnchen. Oh mein Gott, ja, wir müssen eigentlich nur mit unserem Pfeil Hühnchen abschießen. Dann ich kann ja Feuerpfeile schießen. Das ist ja alles gar kein Problem. Okay, wir haben kein Problem. Ich kann einfach Hühnchen schießen und dann geben sie mir Essen und dann sind wir alle froh. Und dann kann ich nicht verhungern und deswegen sterbe ich nicht im Nether, obwohl wir gerade alle gedacht haben, dass ich im Nether sterbe. Und jetzt höre ich auf zu singen reden, weil es langsam sehr furchtbar wird. Okay. Schweinebärmann, ich töte dich. Nicht. Ich verschone dich. Ich esse lieber ein bisschen Fisch, den ich doch dabei habe, was mir gerade eingefallen ist. Habe ich, glaube ich, letztens sogar gesagt, so, oh ja, mein Dings ist ja so toll. Ich habe ja überall... Oh. Sorry. Ich habe ja überall Fisch. Und ein paar von euch haben vorgeschlagen, dass ich mir unten einen Ofen hinbaue. Das mache ich, sobald ich wieder in meiner normalen Welt bin. Das ist eine sehr gute Idee. Momentan renne ich die ganze Zeit unten von meinen Fischernetzen hoch in die Wohnung, um die Fische zu grillen. Aber wenn ich einfach einen dedicated Fischgrillofen hätte, dann hätte ich das Problem selbstverständlich nicht. Und wir wären alle froh und glücklich. Richtig. Genau das... Das wollte ich machen. So. Warum? Okay. Hier sind wirklich viele Monster. Also, ich bin sehr froh, dass ich nicht früher ins Nether gegangen bin. Weil am Anfang war ich ja noch nicht so super gut ausgerüstet. Mittlerweile geht's. Also, ich habe das Gefühl, mittlerweile können die mir nicht mehr so viel. Aber diese Kronleuchter, die einfach die ganze Zeit durch die Gegend fliegen und Feuer auf mich schießen, die sind halt tatsächlich nicht so ohne. Also, um ganz ehrlich zu sein, irgendwie der Drache war jetzt kein Problem. Generell die Drachen. Gut, ich habe nur gegen Level 3er Drachen gekämpft. Ich weiß nicht. Oh. Sorry.
Ich weiß nicht, wie es mit größeren aussieht. Wahrscheinlich sind die dann nicht so einfach zu besiegen, aber die Kronleuchter, Mann. Überall, ha? Huh? Überall. Genau wie die Schweinemänner und die Slimies. Die Slimies sind auch schwer zu sehen, weil die einfach schwarz sind. Und dann sieht man immer nur so rot leuchtende Augen, kurz bevor sie auf einen zukommen. Und dann, ja, dann war's das. Dann kannst du quasi entweder geschickt hüpfen und gucken, dass du die... Oh Gott. Dass du die irgendwie erwischst. Diese Skelett-Alternativen sind wirklich nicht lustig. Genau. Und dann musst du halt nicht in die Lava hüpfen. Das ist der Trick. Okay, Masterplan, right there. Okay, hier sind... Ich werde verfolgt. Es ist wie so eine Armee, die mir einfach folgt und die mich töten will. Okay, ist es mir nicht schlimm? Es ist mir nicht schlimm. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Es ist nicht schlimm, ich brenne eh schon. Was wollt ihr tun? Noch mehr... Oh mein Gott, sind das viele. Noch mehr anzünden? Ha? Ich denke nicht. Ich denke nicht, ihr lieben Freunde der Nacht. Ja. Aha. Aha. Okay. Wir hüpfen einfach weg. Alles kein Problem. Da sind noch zwei Kronleuchter. Aber die sind ja auch schon angedamaged. Das heißt, die kann ich einfach abschießen. Da hinten ist noch einer. Bam. Tot. Dann sammle ich mal diese Rosen hier ein, die es so gibt. Oder wie auch immer. Wie man diese Blümchen hier nennt. Und nennen wir sie Netherrosen. Dann sammle ich weiter diesen schicken Stein, der so eine fancy kleine Animation hat, wenn man länger drauf guckt. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt oder nicht, aber ich habe es gesehen. Man nennt mich auch Detektiv Ronja. Okay, dann nehmen wir diese Rose nochmal mit. Dann werfen wir diese Rose in die Lava, weil die wollten wir sowieso nicht, ha? Pff, wer braucht die schon? Ich definitiv nicht. So, will ich jetzt weiter in den Kampf? Gibt es hier überhaupt noch was zu entdecken? Irgendwie sieht alles so gleich aus für mich. Das ist einfach roter Stein, Glowstone, dieser andere Stein, von dem ich recht viel abgebaut habe, und Monster. Und überall sind Monster. Und Lava. Lava, natürlich. Überall ist Lava. Und ansonsten gibt es hier, glaube ich, bis auf die Hühnchen nicht allzu viel zu looten. Okay. Ich baue mir jetzt hier erstmal wieder... Und diesen komischen Sand. Ich muss jetzt hier zurück, sonst komme ich nämlich nicht zu meinem Portal zurück. Ich weiß noch, dass ich über diesen schicken Steg gekommen bin. Das heißt, ich muss auch wieder über diesen schicken Steg gehen. Denn sonst bin ich für immer und ewig gefangen im Nichts. So, oh mein Gott, das ist eine einzige Kampffolge. Okay, ja, wir nehmen das. Wir kämpfen und wir kämpfen ehrenhaft, okay? So ist es nun mal. Bam, badam, badam, badam. Wie, seid ihr eher Freunde vom Nether? Ich habe erst überlegt, ob ich mir so eine alternative Basis aufbauen will, okay? Im Nether. Und habe mir gedacht, das wäre doch cool. Das würden Flo und Tops nicht finden. Dann würden sie denken, ich habe immer noch nur mein kleines Haus und ich bin nicht so weit. Und aber dann habe ich so eine riesen Festung einfach im Nether. Und niemand weiß es. Und das ist richtig cool. Und dann sind alle voll neidisch, weil es richtig fancy aussieht. Und wahrscheinlich nicht, aber... Das war mein Plan. Aber jetzt, wo es einfach nur so ein bisschen, naja, ist, irgendwie, es ist halt alles voller Lava. Es gefällt mir nicht so gut, weil du kannst ja in der Lava nichts machen. Du kannst ja nicht Boot fahren in der Lava. Das geht ja nicht. Also das ist ja kein Ding, was man machen darf. Von daher, leider nicht im Rahmen der Möglichkeiten. Und... Ja, da muss man vielleicht einfach mal alternative Wege finden. Ich bin hier übrigens gerade ein Jump'n'Run Mastermind. Da unten ist ein Slimy. Und hier ist einfach nur Lava. Okay, kann ich hier runter? Will ich hier runter? Eigentlich will ich hier nicht runter, oder? Will ich lieber rüber, vorsichtig. Okay, Momentchen. Gebt mir einen Moment für meine taktische Überlegung. Aha! Oh, 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 oh. Guck mal. Guck mal, die wollen schon wieder Stress. Seht ihr das? Die mucken schon wieder auf. Die stehen alle unter diesem Stein hier, unter diesem Holz. Und wollen... Die gesehen, wie die eine einfach voll in die Lava geflogen ist? Tja, und jetzt denken sie, sie können irgendwas tun. Aber das können sie tatsächlich nicht. Weil ich so Mastermind bin. Und auch so gut. Von oben auf Leute schießen, die sich nicht bewegen. Ich weiß, jeder hat so seine Stärken. Müsst nicht neidisch sein. Ihr könnt bestimmt auch was gut. Okay, jetzt
frage ich mich ehrlich besorgt, sind das so Quarzdinger? Oder was ist das? Ich glaube, es sieht aus wie Quarz. Davon haben wir tatsächlich sogar halbwegs viel, was es in Villager-Dörfern gab. Vielleicht ist es auch Marmor. I don't know. Ich will nicht angeschossen werden, aber ich würde auch gerne wissen, was es ist und ob ich da was mitnehmen kann. Fragen über Fragen. Okay. Dann schießen wir mal nach dort, wo ich den Feind vermute. Nee, kein Feind. Leider überhaupt gar kein Feind. Egal, wir springen jetzt, okay? Bam! Okay, ich lebe noch. Alles gut. So, ich baue mir jetzt hier so eine Art Sicherheitsburg. Okay? Da. Was wollt ihr tun? Wollt ihr hier reinkommen? I don't think so. I don't think so. Du kleiner Schleim, ha? Huh? Denkst du, du kannst mich hier... Oh, da drunter ist Lava. Ja, das ist ärgerlich, ha? Huh? Ich habe irgendwie gehofft, da drunter wäre keine Lava. Irgendwie war das ein guter Plan in meinem Kopf. Aber jetzt irgendwie nicht mehr. Naja. Manchmal muss man einfach auch eingestehen, dass man schwache Pläne hatte. Kronleuchter treffe ich nicht. Ich glaube, der ist zu weit weg. Ja, ich versuch's nochmal. Einen Schuss noch. Nee. Okay, hier will mich schon wieder so ein kleiner Schleimbatzen angreifen. Beziehungsweise drei kleine Schleimbatzen wollen mich angreifen. Aber das ist nicht schlimm, weil ich und meine Lavasäule hier einfach in einer friedlichen Symbiose leben. Oh, das war knapp. Ich habe eigentlich gehofft, ich springe weiter. Und genau. Ich würde sagen, das ist ein guter Start. Wir haben eine Menge mitgenommen. Wir haben eine Menge erkundet. Und dann war es auch schon für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.